Ich habe das mal rausgezogen, damit es schneller geht. Leute, guckt euch mal Folgendes an, was passiert, wenn ich hier solche rationalen Zahlen, in diesem Fall sind es ganze Zahlen, ich habe jetzt mal auf die Kommata verzichtet, damit geht es genauso, wenn ich die irgendwie zusammenbringen muss. Also, dann kann ich mir Folgendes vorstellen. Ich bin bei minus 5 Grad, hier gerade, aktuell, und die Temperatur dazu kommt, kann man sich sagen, ne, das Plus, dass die Temperatur nochmal minus 3 Grad runtersaust. Also von minus 5 auf 1, 2, 3 weniger, dann bin ich bei minus 8 Grad. Oder, also, ich sage ganz einfach, ich bin da und dazu kommen noch weitere Negative, also minus 8. Ich kann es auch verkürzt hingeschrieben haben, manche lassen die Klammern weg, ich würde es nicht machen, man vergisst zu schnell die Vorzeichen. Ich bin bei minus 5 Grad und die Temperatur säuft noch weitere 3 Grad ab, ist auch minus 8. Anderer Fall, ich bin bei minus 5 Grad, aber dazu kommen positive 3 Grad. Also bei minus 5 Grad und ich gehe 1, 2, 3 hier hoch. Dann bin ich hier an der Stelle bei minus 2 Grad. Ah, da gibt es aber meistens Probleme. Deswegen eine einfache Regel. Man guckt bei dieser Aufgabe, ich schreibe es nochmal hier hin, minus 5 plus 3. Es ging auch umgekehrt. 3 minus 5 mache ich dann. Man guckt da ganz einfach und sagt, vom Betrag her, also was steht in der Zahl, wer ist die größere? Aber nur vom Betrag, nicht die Vorzeichen. Also die 5 ist größer als die 3. Und demzufolge bestimmt die das Vorzeichen. Bin ich schon mal eine Ruhe, habe ich schon mal einen Ärger weniger. Und dann rechne ich einfach 5 minus 3 ist 2. Ja, also nochmal, wer hat den größeren Betrag? Der bestimmt das Vorzeichen. Und dann nehme ich einfach die Differenz von den beiden, also ich ziehe die eiskalt voneinander ab und lande da. Das wäre hier 3 und minus 5. Die minus 5 ist größer, hier steht ja ein stilles Plus. Und die minus 5 ist größer, also bestimmt dieses Vorzeichen. Demzufolge minus 2. Ich kann es auch umständlicher hinschreiben, alles mit Klammern, plus 3 und dazu minus 5. Ich kann es mir auch wieder vom Thermometer her vorstellen. Bin hier bei plus 3 Grad Celsius und die Temperatur säuft um minus 5 Grad runter, 1, 2, 3, 4, 5 und dann lande ich wieder hier. Also minus 2 Grad Celsius. Also jetzt wieder diese Variante. Ich sage, wer hat denn hier das größere, den größeren Betrag in der Zahl? Na, die 5, na, die bestimmt das Vorzeichen. Und dann ziehe ich die beiden voneinander ab und lande auch da. Und so weiter und so fort. Ich habe das alles noch ausführlicher erklärt in anderen Videos, wo es um Klammerauflösen geht und so weiter und so fort. Na denn, ich hoffe, ihr habt es verstanden.